Und damit herzlich willkommen zur letzten Mission der Conqueror's Pride-Kampagne Stirling, die Highlander. Es kann nur einen geben. Und so. Okay, ja. Gott, ist ja relativ wenig mal. Schon bald wurde Wallace gefangen genommen und hingerichtet. Und die Rebellion wurde rasch nach seinem Tod zerschlagen. Jedoch leisten einige schottische Festungen weiterhin Widerstand gegen die königlichen Truppen. Gut, einfach nur feindlichen Lord töten, alles klar. Wisst ihr, dort wo der Abt herkommt, ne? Ja, da geht's ab, würde ich sagen. Stirling, die Hochburg der Rebellen, wurde am felsigen Weg. Ich glaube nicht, also die Rocky Mountains liegen ja in Amerika. Ich glaube nicht, dass... Und die Rocky Mountains? Es ist halt eine gute Frage, ob es die Rocky Mountains auch in England gibt. Aber ich sag einfach mal, ja, Hochburg der Rebellen wurde an einem felsigen Berg ausfindig gemacht. Oder am Rocky Mountain, je nachdem, ob es das Gebiet gibt oder nicht. Ich kenne nur die Rocky Mountains in den USA. Aber gut, da die USA sowieso vieles benannt haben, was auch in Europa gibt. Ich meine, denkt nur an die Städtennamen. Es gibt ja York und es gibt New York. Und es gibt sehr viele Städte, die jetzt auch diesen New... die einfach so europäische Abwandlungen sind. Und auch Gebiete, wo man sagen kann, vielleicht gibt es auch Rocky Mountains in England. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, die Belagerung dieser Burg wird keine leichte Aufgabe. Im Übrigen, ich habe vor kurzem in den Kommentaren geschrieben bekommen, warum das mit den Tipps so bekloppt ist. Ja, ziemlich einfach. Die haben vergessen, die Tipps zu entfernen. Das sind immer noch die Tipps von der Original Stronghold Crusader-Kampagne, die da drin sind. Deswegen passt es überhaupt nicht, hinten und vorne. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Na gut, aber das hier zumindest... Ja, nee, auch das. Auch das ist noch alt. Also sowohl Strategie als auch Hints. Das ist alles veraltet. Dementsprechend braucht man das nicht mal großartig lesen, weil ich glaube... Ich wette, das ist jetzt einfach nur eine Belagerung, ne? Wenn ich jetzt wieder nach den Tipps gegangen wäre, wir nicht alles Geld an Belagerungsgerät ausgeben, wir bräuchten noch was, um die Burg wieder aufzubauen. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Burg bauen. Oder? Schauen wir mal. Pause. Sieht mir nicht danach aus. Ui, hübsch. Cool. Okay, das ist mal nice gebaut. Okay, interessant. Das ist. Okay, schön und gut, dass man hier so eine große. Das ist halt einfach nur rein optisches Stellen. Es hat keinen praktischen Nutzen, dass man jetzt zwei Zugbrücken hat, weil hier sowieso alles zu ist. Aber ja. Ich glaube, das soll eine Art Staudamm darstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Staudamm darstellen soll. Mit Schleusen. Das wäre noch das Sinnigste. Da kommt der gute Abt also her, ja? Alles klar. Wow. Also man muss sagen, ja, die Burg ist cool. Der Rest der Map ist ein bisschen faul erstellt. Dieser gesamte Ausschnitt beispielsweise ist alles Standardtextur mit ein paar Bäumen drauf. Und selbst die Bäume sehen mir wirklich so aus, als wären wir da immer eben schnell im Editor mit dem Baumtool durch und einer von einer Linie gezogen. Ja. Aber hey, dafür sind sowohl die Felsen als auch die Burg an sich ziemlich cool gemacht. Und auch dieses Torhaus ist nicht schlecht. Okay, was können wir überhaupt machen? Warum haben wir 30 Beliebtheit? Was geht hier los? Wer bin ich? Wo bin ich? Wo ist meine Hose? Bogenschützen, Armbrustschützen, Nummer 1, 2. Die Ritter mache ich mal auf 3 für den Fall, dass wir da kämpfen müssen. Den Rest lasse ich erstmal ohne Nummer. Was haben wir an Belagerungsgeräte? Nahezu alles. Nur komme ich da leider nicht so leicht ran, wie ich es gerne hätte. Aber eigentlich wäre das Ding geschafft. Haben die überhaupt Ritter, um Ausfälle zu machen? Nee, oder? Gut, ich könnte mit meinen Rittern natürlich gucken, dass ich hier irgendwo frei mache. Am liebsten würde ich halt sagen, ich zerschieße mit Tribocken mal das Gefährliche, also das hier, was mich da auf den Weg böllern könnte. Ich kann ja nur von... Ja, ich kann nur von Teil hier kommen. Es gibt keinen anderen Zugangsweg. Das bedeutet, ich würde mal sagen, ich mache den Turm kaputt, allesamt mit Tribocken. Ich habe sogar Schilde oben auf den... Ah, da kommen mal Ausfälle. Dann fahre ich mit dem Belagerungsturm hier oder hier ran. In der Hoffnung, dass so wenig Pech wie möglich getriggert wird auf dem Weg. Und räume den gesamten Weg oben. Ich muss ja nur den feindlichen Lord töten, ne? Nur in Anführungszeichen. Mein Bogen ist geschultert.
wohin gehen wir? Aber ich habe nicht so viele Leute, um da jetzt wirklich effektiv diese Burg zu räumen, ne? Ich meine, ich habe viele Bogen- und Armbrustschützen. Wenn ich die da oben platziert bekomme, dann können die auch eine ganze Menge anrichten. Ja gut, die zerhackt Schütze einfach. Die haben keine Chance. No. Okay, einmal ranfahren, Belagerungsturm, alle Truppen drauflassen. Die können, okay, die Gegner haben Schilde drauf, das macht das ziemlich uncool. Also im Idealfall kriege ich da einmal eine Runde gedreht obendrauf dann. Gut, aber ich würde dann erstmal mit dem Plan anfangen. Hier wunderschön. Saving! Bin zur Stelle. Das ist jetzt einfach mal grob geschätzt. Es kann sein, dass das total in die Hosen geht. Eigentlich sollte ich in Zukunft lieber im Vorfeld Entfernung abschätzen. Also hier abmessen, statt es einfach zu schätzen. Aber die Schätzung ging gut auf. Habe ich da mittlerweile doch so eine Art Augenmaß entwickelt, was die Reichweiten angeht. Es ist halt längst nicht so leicht zu sagen. Es ist längst nicht so leicht wie beispielsweise bei Age of Empires 2, wo der auch hergeht und so eine Raster sich doch anmachen kann. Und genau, das merkt man ja auch schon wirklich bei Profispielen. Oh Gott, Baum, da wachsen wieder Bäume nach. Bei Profispielen siehst du ja auch wirklich, dass alle, die sehr stark in dem Spiel bewandert sind, einfach von Grund auf sofort per Augenmaß genau exakt die Reichweite wissen und genau wissen, der Feind hat jetzt hier eine 5er Reichweite und genau sofort instinktiv auf perfekt gleich auf 6er Reichweite sofort instant den Turm richtig aufbauen. Solche Späße. Ja gut, die sind jetzt soweit geschwächt, aber leider nicht mehr als das, ne? Die haben trotzdem noch ihren blöden... Ja, die sind immer noch hier oben, um zu nerven. Das wird trotzdem Schaden anrichten. Mein einziger Krug. Komm, versuch es trotzdem. Was? Ja, komm, verarsch mich nicht. Jetzt hat jemand ein Kuh ins Gesicht bekommen und es hat nicht mal wirklich Schaden gemacht. Komm, dann schieß mit deinem normalen Stein rein. Das war eine perfekte Kuh. Das hätte jetzt alles getötet, aber nö. Oh Mann. Was wir noch getötet bekommen, nehmen wir einfach mit. Na gut, wenn die Schilde wechseln, wird auch schon mal vieles leichter. Und dann muss ich gucken, dass ich mit den Rittern irgendwie die Ballisten bekomme. Also einmal so rumreite, schau, ob hier... Ja, die haben hier Kohlepfannen, die werden garantiert irgendwo Pech haben. Ich meine, wir könnten das ganz einfach machen, indem wir wirklich selbst auf die Türme gehen. Dann mit, auch mit, Euer Gnaden, wir machen uns auf. Schilden. Auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Ihr wisst, ich bin ja nicht so der Freund von Schilden oben aufgeregt. Gut, okay, der Gegner macht's hier auch. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Die Klingen sind geschärft. Auf die Rösser. Kann ich hierher? Fragezeichen. Was? In den Sattel. Was? Die Pferde sind gesattelt. Moment, was? Was habt ihr vor? Ach, da ist eine Balliste. Tatsache. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab mir jetzt gedacht, wo schießt denn jetzt bitte eine Balliste? Ah, da. So. Testen, werde ich hier getroffen. Ist das hier ein Safe Space? Sieht so aus. Ja gut, dann sage ich da nicht nein. Steht zu Diensten. Die Klingen kommt sind mal ran geschärft. Und habt Spaß. Die Pferde sind gesattelt. Was soll konstruiert so kommet heran und habt Spaß. Ihr Penner. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr Pennerlein kommet. Was? Was habt ihr vor? Tribok Flugbahn ist genau, ne? Ja, wunderbar. Bereit, in Deckung. Müssen wir den Futter ausnutzen, dass Triboke so eine schöne hohe Flugbahn haben. Und so schön oft verfehlen. Mann! Ey, wird's auch mal bald was? Oh, das sieht doch besser aus. Im Übrigen, realistisch gesehen, bei den ersten ein bis zwei Schüssen werden Triboke niemals so genau wie ein Stronghold, aber sie werden immer... Sagen wir es mal so, man hat damals schon mit Katapulten und Tribocken, vor allem auch mit Tribocken, wenn man mit denen geschossen hatte, hat... Es verhält sich ähnlich wie es bei Seegefechten eine lange Zeit der Fall war. Die ersten ein bis zwei Schüsse sind grob geschätzt und danach wird dann eben nachjustiert, je nach den Ergebnissen, wo was eingeschlagen ist. Und genauso war es damals mit den Tribocken auch. Wir sehen, okay, Stein viel zu weit geflogen, viel zu weit links, alles neu ausrichten, entsprechend anpassen und mit jedem Schuss wird es präziser quasi. Bis du dann irgendwann so perfekt geeicht hast, dass du da gut snipern konntest. Jetzt nicht damit, aber dann doch relativ präzise damit treffen. So präzise, wie man es halt mit dem Tribok kann. Komm, jetzt triff hier aber mal gescheit.
Oh, das war eine richtig gute Kuh. Wow, so eine habe ich mir nie erträumen lassen vorher. Das war mega. Ja, das hat alles ausgeräuchert. Das ist ja Wahnsinn. Hier drüben, ich darf hier noch einen rüberkommen, bitte, bitte. Jetzt eine richtig gute Kuh noch da drüben und ich bin glücklich. Ja, am Ende zählt ja der Versuch, ne? Ich habe aber noch genug Geld, um nochmal einen weiteren Tripbock zu holen. Weil ich meine, ich brauche nur noch einen einzigen. Ihr wisst schon. Nur einen einzigen Belagerungsturm. Den können wir schon mal machen. Und mit dem werde ich glücklich. Ihr könnt vielleicht noch einen Bocki dazu holen. Da waren hier noch Steine. Nee. Oh, das war wieder ein guter Schuss. Ich glaube, damit könnte ich jetzt den Rest auch ausräuchern. Wenn noch ein Bogenschütze da ist, ist es okay. Wichtig ist, dass die Armbrustschützen weg sind. Nein. Komm, eine Kuh ist noch da. Einmal ganz kleines bisschen treffen noch. Und ich bin glücklich. Boah, okay, das war perfekt. Es ist viel mehr, als ich verlangt hatte. Wahnsinn. Alles klar. Dann ist eigentlich alles weit ready. Zur Stelle. Wie lautet der Plan? Belagerungsturm bereit. Zu Befehl, Sire. Der Ritter. Steht zu Diensten. Belagerungsturm bereit. Die Klingen sind geschärft. Eure Befehle? Sire. Oh Gott, das wird sowas von schief gehen, dass ich jetzt so viele Kontrollgruppen mache. Allzeit bereit. Meine gepanzerte Staffel kommt mal alle, so sind eine Nummer. Sieben jetzt. Jetzt habe ich schon sieben Kontrollgruppen. Bogenschützen bereit. Achtung, mein Bogen, die Pferde sind gesattelt. Belagerungsturm bereit. Da wir ein bisschen mehr Convention brauchen, gehe ich zumindest mal auf 60er Tempo runter. Das könnte ja ziemlich haarig werden. Was habt ihr vor? Belagerungsturm bereit. So. Komm mal her. Komm mal her, Kamerad. Du kommst mir mal ran. Die Ritter gehen vor und machen ein bisschen. Das könnte aber auch gewaltig nach hinten losgehen, ne? In Ordnung. Bin zur Stelle. Eure Lordschaft. Zu Befehl. Wenn hier Pechgräben sind, wird mir das so viel zerhackstücken, das ist nicht mehr lustig. Ja, war klar. Soll ich mal weiter aufteilen? Das wäre clever, habe ich gehört. So, seit wir jetzt das kaputt machen, darf ich eigentlich gar nicht. Wow. Mir gefällt das gar nicht, was ich da sehe. Ja, genau, das hier hat mir überhaupt nicht gefallen, aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Okay, ihr seid mal aggressiv, kommt mal rein. Seid mal ein bisschen aggressiv! Hoch da. Platz machen für die wichtigen Truppen. Eure Lordschaft steht zu Diensten. Die Klingen sind geschärft. So, ihr haltet mal ein bisschen hier unten auf, was da so kommt. Ihr räumt weiter den Weg hier. Holt sie euch. Läuft überraschend gut. Okay, jetzt einmal in die Richtung. Das hier könnte ein bisschen unangenehm werden. Bitte einmal hier abwehren. Knubbel bilden. Oh oh. Ein Stück zurück. Die gepanzerte Staffel, bitte. Oh Mann, die haben sich jetzt die ganze Zeit beschießen lassen, ne? Ich muss nur noch bis zum Lord kommen. Alles andere ist ja Wumpe. Was ich auch mal machen kann, ihr macht mir mal das Tor auf. Komm, es reicht, wenn ein schneller Bogenschütze das macht. Dann kann der Ritter nämlich auch. Können die Ritter auch noch was tun, außer einfach nur zu sterben? Bogenschützen bereit. Ich habe gehört, mehr als das zu tun, ist schon mal durchaus hilfreich. Die Klingen sind geschärft. Gegenwehr ist sicherlos. Keine Chance für die Ehre. Auf die Rasse. So, lockt die Gegner mal schön mit. Ansonsten machen wir mal hier ein bisschen leer. Lassen wir mal ein bisschen ausschütten. Genau. Jetzt haben wir die meisten Ritter verloren, aber durchaus Gewinn gemacht.
Mannschaft. So, liebe Pioniere, ihr kommt mal rüber. Zusammen mit den Schwertkämpfern. Und nehmt bitte den gescheiten Weg, danke. Nehmt bitte den richtigen Weg. Nicht da unten, was macht ihr denn die ganze Zeit? Ach so, ah. Krieg ich den Lord von hier beschossen sogar? Wo ist der überhaupt? Passt auf, der ist gar nicht hier, sondern irgendwo anders. Oh, puh. Puh, puh, puh. Schießt dir mal bitte die kaputt. Das ist uncool. Okay, weg, 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 weg. Uncool. Und Marsch! Halt! Der Marsch wird uns gut tun. Achtung, so gut wie tot. Und los! Vorwärts! Okay. Sie sind gescheuert. Worauf immer die ganze Zeit schießen. Wahnsinn. Waffen geschultert. Und Marsch! Seid gegrüßt. Bitte schneller. Uns entgeht niemand. Bereit, eure Lordschaft. Vorwärts! Hier haben die halt auch wieder eine ganze Menge Schilder, aber auf der falschen Seite. Das heißt, von hier aus kriege ich die eigentlich zurückgeschossen. Vorwärts, Pikiniere. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Puh. Ja, Mauern bieten halt nicht so viel Schutz, leider. Wie man es gerne hätte oftmals. Wie man sich es gerne vorstellen würde. Okay, ich muss mal versuchen, das Ding jetzt zu stürmen. Ah, nee, da ist der Lord tatsächlich. Halt, 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 halt. Vielleicht ist es doch gar nicht so notwendig. Erstmal nochmal hier hoch, bitte. Hoffen, dass es jetzt nicht gleich brennt. Genau, da ist der Armbrustschütze. Macht ihn bitte tot. Mir fehlt nicht viel. Danach habe ich alle Zeit der Welt. Puh, das war knapp. Gut, jetzt müssen wir es nicht überstürzen, weil jetzt läuft das. Jetzt können diese Armbrustschützen hier wieder haben. Einer für alle. Genau, das Gerät kaputt machen und jetzt können wir eigentlich schön die hier schwächen. Perfekt. Dass wir mit dem Lord noch kurz einen Prozess machen können. Ja. Gut, große Beschleunigung habe ich jetzt leider nicht drin. Wir können mal probieren, ob es jetzt schon reicht. Komm, eigentlich sind wir bei einer ganz guten Zahl. Speichern wir es mal. Und gehen mal rein in die gute Stube. Guten Tag, ich komme da mal rein. Zur Stelle, ladet nach. Nein, nicht auf den Lord. Schultert die Waffen, eure Lordschaft. Und los! Aua, irgendwas hat er noch geschossen. Was wünscht ihr? Was auch mal geschossen hat, das hat wehgetan. Achtung! Und los! Ach, sie können auch. Nee, ich kann nicht von da kommen, okay. Gut, Dorfbewohner bilden mal wieder einen guten Knubbelpunkt. Finde ich super. Schön, dass ihr so viel Nutzen erweist für mich. So, jetzt einmal schön hoch und. Oh Gott, die gehen alle gerade in den Häcksler. Aber. Ach, da war ich schon dabei. Perfekt! Ich war noch nicht mal auf 90. Das war die letzte Mission. Wunderbar. Und da ist es wieder, die Nachmatte, das Aftermath. Okay. Okay, kurz nachdem Sterling eingenommen wurde, wurde William Wallace bei seinen eigenen, von seinen eigenen Leuten, wenn wir so sind, so einen eigenen sich Nahestehenden, betrogen und schon bald in London exekutiert. Das hat man doch schon bei der Einleitung dabei. Na egal. Aber. Aber der Frieden in Edwards Länden, in Edwards Landen, dauerte nur 2 Jahre. Kriegsgeile, ne? Kriegslustige Schotten rebellierten wieder. Und Edward starb in diesem Krieg. Associates ist er. Ich bin gerade. Wie übersetze ich es am besten? Associate wäre halt wirklich im Sinne von, ja, eben. Mit ihm verbundene. Ich komme gerade spontan nicht drauf, wie ich das kontextgetreu jetzt hier übersetzen würde. Aber ich glaube, das passt soweit. Alles klar, das war's.
mit der Conqueror's Bride Kampagne. Tatsächlich. Alles klar. Dann war's das mit allen Kampagnen, weil hier gibt's keine. Und das war's auch, ja, das war eigentlich alles, was wir zu Stronghold Europe machen können. Zum Augenblick, wo ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich auch schon meinen Livestream zu den Skirmishes gemacht. Ihr könnt trotzdem sagen, ob ihr noch ein paar Skirmishes sehen wollt. Dann wahrscheinlich auch mit inoffiziellem Patch, dass es besser passt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei weiteren Let's Plays. Ich meine, ganz ehrlich, Stronghold Europe war jetzt schon sehr, sehr ähnlich wie der Stronghold Community Content, den ich gemacht habe. Gerade im Vergleich zur letzten Kampagne Conqueror's Bride muss ich sagen, dass vieles vom Community Content besser war, was wir schon gespielt haben. Vielleicht gibt es da auch wieder was, Community Content technisch. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zu weiteren Projekten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Bis dahin, bye bye.